Was bedeutet Franchise? Alle Welt spricht davon. Aber was ist das eigentlich genau? Franchising ist eine Vertriebsform, die auf einer Partnerschaft basiert. Auf der einen Seite der Partnerschaft steht der Franchise-Nehmer, der den Wunsch hat, sich selbstständig zu machen. Doch um diesen Wunsch erfüllen zu können, fehlen ihm oft die passende Geschäftsidee, die nötige Markterfahrung oder die guten Einkaufskonditionen. Auf der anderen Seite steht darum der Franchise-Geber. Dieser hat als Unternehmer bereits ein funktionierendes Geschäftskonzept entwickelt und verfügt über eine Menge wertvoller Markterfahrung und Beziehungen. Um sein Unternehmen noch weiter voranzubringen, überträgt der Franchise-Geber nun Nutzungsrechte für seine Marke. Mit selbstständigen Geschäftspartnern schafft er damit ein Franchise-System, das durch sein einheitliches Auftreten die Bekanntheit der gesamten Marke vorantreibt. Um auch Teil eines Franchise-Systems und damit einer starken Marke zu werden, hat der potenzielle Franchise-Nehmer die Wahl. Aus einem weiten Spektrum verschiedener Branchen mit großen und kleinen Unternehmen. Aus vielen hundert Franchise-Ideen kann er sich nun genau die Marke und Geschäftsidee auswählen, die perfekt zu ihm passt. Und kann, sobald er ein passendes Unternehmen gefunden hat, mit dem Franchise-Geber die Einzelheiten der Partnerschaft vereinbaren. Dieser stellt sein erfolgreiches Geschäftskonzept zur Verfügung, inklusive der Nutzungsrechte für seinen Markennamen, des Logos und auch dem Recht, die eigenen Produkte zu vertreiben. Der Franchise-Geber unterstützt beim Aufbau einer Geschäftsstelle, je nach System auch bei der Finanzierung, der Standortsuche, dem Aufbau von Vertriebswegen, der Personalsuche, der Eröffnungskampagne und generellen Organisationskonzepten. Vor der Standorteröffnung steht eine strukturierte Aus- und Weiterbildung des neuen Franchise-Nehmers, um das gesamte benötigte Know-how zu übermitteln, das für den Betrieb eines erfolgreichen Standortes erforderlich ist. Für all diese Leistungen zahlt der Franchise-Nehmer neben einer Einstiegsgebühr auch meist einen monatlichen Betrag an den Franchise-Geber. Nun vertritt er die Marke durch seinen engagierten Arbeitseinsatz und seine lokalen Beziehungen. Wichtige Unterstützung bietet ihm im laufenden Betrieb das Benchmarking, das über Kennzahlen und Vergleiche mit anderen Franchise-Nehmern Einblick in Lösungen und Erfolgsrezepte der anderen Standorte bietet. Gemeinsam schaffen sie so ein starkes Netzwerk, bei dem jeder Einzelne mit gemeinsamen Einkaufsvorteilen und durchdachten Werbestrategien von den Größenvorteilen profitiert. So ist der Weg frei für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen zwei selbstständigen Unternehmern, die von nun an das Interesse verbindet, die gemeinsame Marke zu stärken und voranzubringen. Der Franchise-Nehmer ist damit Teil eines funktionierenden Systems, in dem er mit seinem eigenen Standort seinen Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen kann. Und das mit einer professionellen, anfänglichen und laufenden Unterstützung, die er als freier Unternehmer ohne Franchise-Anschluss kaum bekommen kann. Willkommen in der Welt des Franchising.